wake up. Baby, all the stars are shining bright. Yeah, we should stay up so that we can look at them all night. Just keep holding me, don't let me go. Everything's so magical. All I need is you tonight. If I shut my eyes, keeping them closed, all of the senses explode. You and me under the sky. Let's stay up all night. Give our hearts a new beginning when we fell in love. Ja, hallo ihr Lieben. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind seit Mittwoch über Christi Himmelfahrt jetzt hier in Brandenburg am PC. 50 Kilometer weit weg von zu Hause, von Berlin. Wir wollten nicht so weit weg. Ja, Brandenburg, Landkreis Oder-Spree. Erkner ist die nächste größere Stadt in Grünheide hier. Ja, wir haben einen schönen Campingplatz gefunden, sehr naturnah. Da geht's rein. Alles vorhanden. Ja, fühlen uns hier wohl. Und wir machen jetzt erstmal einen Ausflug zum See, damit Rico ein bisschen planschen kann. Stellplatzführung machen wir später und alles andere, was wir sonst noch hier erleben. Jetzt gehen wir erstmal zum See. Ist ein bisschen erfrischend, ne Schatz? Ja, die Füße zumindest. Ja, wir die Füße und Rico kann ganz rein. So vom Campingplatz aus sind es bloß hier 100 Meter, dann kommt schon der große Strand. Da dürfen Hunde aber nicht hin. Wir können ein bisschen weitergehen und dann ja am Nicht-Strandbereich gibt es Stellen, wo wir uns niederlassen können. Aber das sehen wir gleich. Hier ist ein öffentlicher Strand, öffentliche Badestelle PC. Hunde sind nicht erlaubt. Gut. Schade eigentlich. Sind sogar welche im Wasser. Guck, da sind überall Hunde. Ja, hier nochmal die andere Seite vom See. Hier stehen die ganzen Dauercamper. Also wir werden einmal rummarschieren und dann da hinten runtergehen und uns am Rand runterschleichen. So, DLRG, Wasserrettung ist auch hier. Aber hier kann man wunderschön spazieren gehen, überall. So, gehen wir hier runter. Und jetzt gehen wir hier an der Seite runter. Fischen nehmen? Mal kurz nehmen hier. Ja, du kannst es gar nicht eilig genug haben, ne, um ins Wasser zu kommen. Was, Stinker? Ja, schöner Sandstrand hier. Wasser ist auch richtig klar. Ja, fein, Stinker, ja, fein. Kack. Hier, Rico. Jawohl. Fein. Super. Ja, ist toll, ne? Jo. Rico, nicht so weit. Ja, ja. Ah, das ist ein das Boot. Das ist ein Boot. Ja. Wow. Fällt es euch auch? Ja. Also, jetzt sind wir mobil. Zu Wasser. Zu Wasser und mobil. Zu Land.
zu Land. Jo. Ja, pass auf, der steigt bestimmt gleich ein da oben. Jetzt geht er erstmal gucken, wer da ist. Ja. Hierher. So, dann zeige ich euch mal ein bisschen noch was von dem Stellplatz, von dem Campingplatz. Entschuldigung. Grünheide Camping heißt der Platz. Ja, da vorne geht's rein. Da ist auch gleich eine kleine Rezeption. Rezeption, die hat geöffnet von 8 bis 12. Und von 15 bis 18 Uhr. Ja, hier gibt es verschiedene Plätze hier in dem Bereich. Das ist gemischt. Wohnwagen, Reisemobile. Hier stehen wir. Kiefern, Laubbäume, aber auch mit Sonnenglücken. So wie Schatzi sitzt in der Sonne und liest ein bisschen. Und ich gehe mal ein bisschen mit euch rum. Rico braucht Schatten. Ja. Alle schick. Gehen wir mal kurz hier weiter. Die Plätze haben ziemlich alle Wasseranschluss. Strom ist auch in der Nähe verfügbar. Teilweise braucht man dann halt ein langes Kabel. 50 Meter braucht man manchmal vielleicht. Ja, alles eingezäunt hier, das Areal. Wie gesagt, auf der linken Seite, da sind die ganzen Dauercamper. Teilweise sehr nette Leute, die wir bisher schon so kurz Kontakt hatten. Schon schön hier. Und hier ist große Gemischtwiese. Wohnwagen, Kastenwagen, Teilintegrierte, Vollintegrierte. Ja. Die haben natürlich den ganzen Tag Sonne hier so ziemlich. Okay. Ja, und linke Seite halt Dauercamper, so ein paar Blockhütten, die vermietet werden. Und da hinten geht es dann weiter. Da geht es zur Straße. Da kommen auch noch so ein paar Stellplätze da hinten. Die Blockhütten, die man mieten kann. Vollschatten. Hier wird ein bisschen gebaut. Da hinten ist noch ein Sanitärgebäude für diesen Bereich hier. Und da hinten ist dann auch noch ein Zeltplatz für Zelter, aber auch für Wohnmobile. Gehen wir mal weiter. Hier, wie gesagt, Sanitärgebäude für den diesem Bereich des Campingplatzes. Ja. Und da gehen wir jetzt nicht rein. Da hinten halt Zeltbereich, wo gezeltet wird. Ein Grillplatz ist hier. Ja. Also ein ziemlich weitläufiges Areal und absolut ruhig. Absolut ruhig gelegen.
Ja, das sieht doch schön aus. Seht ihr, hier sind Wasserhähne. Da hinten der graue ist Stromverteiler. Und hier kann man dann wunderschön mit dem Hund spazieren gehen oder Fahrrad fahren. Da hinten ist ein Tor. Das ist derzeit geschlossen wegen der grünen Heide Tesla-Aktivitäten hier ringsherum. Brauche ich nicht weiter darauf einzugehen. Kann man aber drüber klettern. Ja, Wasseranschluss, Schraubverschluss, Gardena geeignet. Da hinten ist das Sanitärgebäude für diesen Bereich des Platzes. Da gehen wir gleich mal rein. Hier kann man sogar Satellitenanschluss nutzen, wenn man ein Kabel dabei hat. So, hier ist der Stromkasten. Ja, alt, aber funktioniert. Neue Schutzschalter drin. Wird nach Verbrauch abgerechnet. 16 Ampere abgesichert. Was will man mehr? Sehr naturbelassen. So. WC-Haus gleich hier in der Nähe. Da drüben ist Fähr- und Entsorgung. Hier Grauwasserabfluss. Auch groß genug. Dafür Chemietoilette mit Wasseranschluss zum Spülen, sauber machen. So, da hinten geht es zum Müll. Da stehen zwei Mülltonnen. Getrennt wird da nicht groß. Nur Glas. Okay, jetzt gehen wir mal ins Sanitärgebäude. Da gehen wir mal hier bei den Herren kurz rein. Ja, waschen, Zähne putzen, Hände trocknen, Duschkabinen. Eng, aber in Ordnung. Mit München. Da die Wertmarken rein, die kann man sich vorne an der Rezeption holen. Und dann kann man hier viele, viele Minuten wohl duschen, wie der Besitzer sagte. Das werden wir nachher mal probieren. So. Hier nochmal zum Waschen. Also kein Schickimicki, aber alles da. Sieht sauber aus. Bisschen eng hier für Klamotten, aber dann nimmt man halt weniger mit oder hat da einen Stuhl zum Ablegen. Hier kann man auch gleich selber Hand anlegen und wischen. Gehen wir mal rum hier noch schnell. Hier kommen hier die Toiletten auch. Alles sauber. Toilettenpapier muss man selber mitnehmen. Das Witzige war, bei der Ankunft kriegt jeder eine Rolle Toilettenpapier geschenkt. Ja, das war's. Alles gut. Also, alles schon ein bisschen älter, aber sauber. Hier ist dann der Spülbereich. Drei Spülbecken mit Heißwasser. Wunderbar. Waschmaschine und Trockner. Mit Münzeinwurf. Was ist das hier? Maschine. 1,30 Euro Minuten. Hier AEG. 1,40 Euro. Miele. Das ist der Trockner? Ne, das sind alles Waschmaschinen. Waschmaschinen mit Trocknen, alles klar. Ja, wer gar nichts dabei hat, hier ist eine PET-Maschine, die man benutzen kann. Da ist ein Wasserkocher. Strom ist da. So. Nicht schick, aber zweckmäßig. So und so ähnlich sieht es dann auch bei den Damen aus. Da gehe ich jetzt aber natürlich nicht rein. Also ich kann mich nur wiederholen. Das ist alles sehr zweckmäßig hier. Absolut ruhig. Zweckmäßig. Relativ sauber. Alles da, was man braucht. Und die Ruhe ist halt das Entscheidende. Wenn nur die Mücken nicht wären. Die nerven tatsächlich ohne Ende.
So, das war jetzt erstmal ein kleiner Rundgang über den Campingplatz, wo wir uns hier befinden. Ja. Gefällt uns ganz gut. Was es kostet, das sehen wir erst am Sonntag, wenn wir abreisen. Kann ich jetzt gar nicht zu sagen, werden wir dann aber einblenden. So, mal gucken, was die beiden machen. Siesta. Wir müssen gleich erstmal ein paar schöne Pancakes machen. Schönen Kaffee trinken. Ne, Schatzi? Ja. Gleich machen wir uns Pancakes. Oh ja. Und schön Latte oder einen Kaffee. Schönen Kaffee machen, ne? Stinker macht Pause. Einen kleinen Rennfahrer gibt es hier auch. Der Rennfahrer. Heute Samstag gibt es fein Abendbrot. Schönen gemischten Salat mit Knoblauchcreme. Und dann kommt noch Teriyaki Hähnchenbrust drauf. Das kommt gleich. Moment. So, und da ist dann noch die leckere Hähnchenbrust dazu. Und geschmorte Zwiebeln, wie gesagt, in der Teriyaki-Soße. Prost, Schatzi. Dann lassen wir uns das mal schmecken.